Guten Abend. Ich bin aus verschiedenen Gründen auf diese Idee gekommen, nochmal ein Video über das Thema WEF, World Economic Forum, zu machen. Warum, werde ich gleich sagen. Und auch über das Thema Rote Linie und so weiter und so fort. Und Stefan Magnet auf 1 hatte mich darauf hingewiesen, muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Wer ein bisschen informiert ist, guckt auf Telegram diesen Sender auf 1, dass ja das World Economic Forum hier ist es, eine Seite veröffentlicht hat, und zwar Augmented Tech kann unsere Lebensweise verändern, aber nur mit der richtigen Unterstützung und Vision. Ja, und hier steht auch einführend, dieser Artikel wurde auf Websites, die falsche Informationen verbreiten, absichtlich falsch dargestellt. Bitte lesen Sie dann Artikel selbst, bevor Sie ihn teilen oder kommentieren. Ja. Natürlich, ich rate, diesen Artikel selbst zu lesen. Und sich mal wirklich Gedanken darüber zu machen. Wirklich Gedanken darüber zu machen. Und zwar tiefgreifende Gedanken. Zum Beispiel, Augmentation kann als Erweiterung der Rehabilitation definiert werden, bei der technische Hilfsmittel wie Brillen, Cochlea-Implantate oder Prothesen oder verloren oder beeinträchtigte Funktionen wiederherstellen sollen. Fügen Sie es völlig gesunden Personen hinzu und diese Technologie kann sich verstärken. Nach Brillen, Exoskelette und Brain-Computer-Interfaces bauen das Bild auf. Die augmentierte Technologie hilft in allen Lebenslagen, Kindern in einer Lernumgebung, Profis bei der Arbeit und ambitionierten Senioren. Es gibt viele Möglichkeiten, na und so weiter. Die wollen natürlich darstellen, wie gut die sind. Und jetzt nicht gleich in den Tasten hauen, sondern damit man klug schreiben kann, erstmal etwas anhören. Dann kann man ja auch loslegen. Nochmal zur Erinnerung: Augmented Reality ist die erweiterte Realität. Das wird hier in diesem Artikel dann noch weiter vorgeschlagen. Auch der Nervus vagus, der kann stimuliert werden. Das ist nochmal zur Erinnerung. Das ist sozusagen so eine Art Hauptnerv. Ein Hauptnerv vom Gehirn in den Körper. Und der kann stimuliert werden. Das wird schon seit 1994, 2010, ich wollte gerade sagen, 20, 30 Jahre wird es gemacht, wird das schon praktiziert. Und da kann man schon einiges mitmachen. Und ja, wo ist die rote Linie? Nochmal zurück. Wo ist die rote Linie? Noch ein Aspekt dazu. Ich finde, die rote Linie ist da, wo die natürliche Auslese aufhört. Natürlich kann man mit Exoskeletten und so weiter Leute stärker und schneller und besser machen. Warum denn nicht? Oder ein Schutzanzug. Was ist ein Schutzanzug? Das hätte sich vor 100 Jahren mit einer Ritterrüstung keiner getraut, durchs Feuer zu laufen. Jedenfalls längere Zeit. Haben wir aber, diese Technologien helfen uns. Oder nehmen wir doch mal das. Wie hat sich doch dieses schöne Gerät entwickelt? Und wir nutzen es trotzdem. Und wie hat sich Google entwickelt? Ich weiß noch, wie begeistert wir waren, als Google angefangen hat. Mensch, endlich mal schnell und nicht wie Fireball und Alta Vista und wie sie alle hießen, so langsam und faire Möglichkeiten zu werben und so weiter und so fort. Ja. Und wie hat sich es entwickelt? Was haben wir alles für Wahnsinnsprodukte? Ja, Moment, noch nicht in die Tasten rein. Ich nütze gar nichts, ich nehme lieber dies und das und ich lasse alles und die können mich mal. Ja, kann ja sein. Bloß nicht vergessen. Ich habe es auch genutzt. Und wir als Community haben es genutzt. Wir haben diese Seite info-k.de so doll genutzt, dass die Mainstream-Medien wutentbrannte Artikel über uns geschrieben haben, wo überall diese bösen Plakate auftauchen und so weiter. Ich wurde bedroht, nirgendwem mehr irgendwas in den Briefkasten zu werfen und so weiter. Frequenztabellen, wo die sind. Ja, man muss mal ein bisschen lesen. Habe ich letztens eine Anfrage gekriegt und so weiter. Wir helfen uns damit. Und wir haben anderen Leuten geholfen. Es wäre nicht so weit gekommen, wie es jetzt ist, oder es wäre vielleicht viel schlimmer gekommen, ich weiß es nicht, wenn wir diese Seite nicht gehabt hätten. Wo ist sie gehostet? Bei Google. La la la, seit Google kommen. Na und? Man muss es einfach ausnutzen. Oder wer freut sich nicht, wenn er Zahnersatz bekommt? Ganz einfach mal. Oder eine Brille, wenn er nichts mehr sieht. Und so weiter. Das sind alles Dinge, die kann man nutzen. Man darf sie immer nicht nutzen und zu weit gehen. Und man sollte dabei die natürliche Auslese nicht vergessen. Na klar, wenn man sich so lange schönheitsoperieren lässt, dass man eigentlich, obwohl an Augen sieht man, dass die Menschen dann doof sind,
dass man eigentlich aussieht wie so ein Supermodel, aber wehe, wenn einer die Nägel rauszieht, dann klappt alles zusammen. Das ist natürlich wieder übertrieben. Das geht der natürlichen Auslese entgegen. Das wollen wir natürlich nicht. Ich finde, da ist die Grenze. Darüber können wir jetzt diskutieren. Das ist alles kein Problem. Denn solche Dinge, die haben uns allen geholfen, die einfachsten Hilfsmittel helfen und so weiter und so fort. Auch Twitter. Ja, der Elon Musk, der ist ja auch so ein WEF-Mensch und wer weiß, nicht zu früh, Freund. Ja, doch. Ja, kann doch sein. Mag doch sein. Aber ohne diese Produkte hier zum Beispiel, ne? Hier Google und YouTube und so weiter, wären wir gar nicht so weit gekommen mit diesen alternativen Medien, die endlich die Wahrheit noch oder die damals noch Wahrheit berichten konnten. Mittlerweile ist es schwer geworden, weiß ich. Ohne diese Seite hätten wir es gar nicht machen können. Twitter mittlerweile nicht mehr, aber jetzt sollte es wieder gerade funktionieren. Elon Musk, der Böse. Ne? Ja, und lasst ihn doch sonst wo sein. Wenn hier drüber nach Twitter-Umfrage Elon Musk hebt Sperre für Donald Trump auf. Wenn Twitter wenn es da wieder möglich ist, Wahrheiten zu schreiben, ja, warum denn nicht? Ist doch nicht das Problem. Darüber lasst uns jetzt bitte diskutieren. Natürlich immer nett bleiben und so weiter und so fort. Oder ich sag's mal umgekehrt, jetzt ist wieder die Zeit oder die Zeit hat wahrscheinlich schon vor 6 Minuten angebrochen, also 10 Sekunden nach Videobeginn, zu meckern und alles Schweine und sonst was hier zu posten. Ja. Solche Vögel, pfeift drauf. Unwichtig. Na dann, ich bin gespannt. Wo ist die rote Linie? Das ist die Hauptfrage. Wo ist Schluss? An welcher Stelle? Ich sage, an der Stelle, wo die natürliche Auslese ausgehebelt wird. Vielleicht haben Sie, liebe Zuseher, eine andere Meinung. Na dann, lassen Sie uns darüber diskutieren. Ich wünsche einen schönen Wochenbeginn, noch einen schönen Restabend und was man alles so an Guten wünscht. Bis dann. Tschüss, tschüss.